Ja, wir haben jetzt heute die Sondersitzung zu der Problematik Griechenland und Euro. Und wir werden zunächst mal uns informieren lassen von der Bundeskanzlerin, vom Finanzminister, auch über den sogenannten Troika-Bericht, also Europäische Kommission, Europäische Zentralbank, Internationaler Währungsfonds, über den Umsetzungsstand in Griechenland, der Auflagen bei der ersten Hilfsmaßnahme zur Bewertung der jetzigen Situation. Und das ist die Grundlage für eine anschließende Debatte innerhalb der FDP-Bundestagsfraktion, quasi unter uns. Und morgen werden die Koalitionsfraktionen miteinander einen Schließungsantrag für Freitag beraten und auf den Weg bringen. Es kommt uns ganz besonders darauf an, nachdem der Solidaritätspakt, die in den gesetzten Erwartungen ganz offensichtlich von Ergebnissen her nicht erfüllen konnte, nicht voll erfüllen konnte, durch zusätzliche Maßnahmen, zusätzliche Auflagemechanismen, ihn quasi zu härten, damit er für die Zukunft erfolgreicher ist. Daran arbeiten wir. Und das ist auch ein Stück Vorstufe der Beratung und der Diskussion, Überlegungen zur Ausgestaltung des ESM, des auf Dauer angelegten Rettungsmechanismus, der ab 2013 Geltung haben soll. Und das ist des Schweißes der edlen Wert. Wir werden uns intensiv damit beschäftigen, aber immer auf Grundlage der möglichst aktuellen und präzisen Informationen. Und das geschieht heute Abend in der Sondersitzung. Wir werden morgen Abend eine weitere Sondersitzung haben nach der Kosovo-Abstimmung im Plenum, etwa um 19 Uhr. Und auf Grundlage dessen, was zwischen den regierungstragenden Fraktionen erarbeitet wird, eine Beschlussfassung in der Bundestagsfraktion herbeizuführen.